dich gegoogelt. Und um zu sehen, was die anderen Menschen an dir am meisten interessiert, schlägt Google ja immer vor, was die anderen Menschen so googeln. Es war leider sehr unspektakulär, aber wir gucken jetzt mal. Okay. Und zwar die erste, Tim Oliver Schulz, der erste Vorschlag war Insta. Mhm. Also die Leute wollen wissen, ob du auf Instagram bist. Ich kann verraten, er ist auf Instagram. Siehst du dich als Instagram-Influencer-Star? Oh, Backe. Nein, ich sehe mich nicht als Influencer-Star. Das ist so ein eigenes, ganz eigenes Business inzwischen geworden. Ich habe das letztens erklärt bekommen, was ein Influencer ist. Und ich glaube, dass man, ja, dass man das darunter laufen lassen kann. Aber hauptsächlich bin ich ein Schauspieler. Es ist nun mal so, dass viele Menschen daran interessiert sind, was ich mache. Mhm. Wegen meines Jobs. Mhm. Und wenn ich denen dann irgendwas geben kann, wo ich ein Bild oder einen Moment von mir teile, dann bestimme ich das selbst und finde es okay. Und ich lese mir dann auch nicht mal alle Kommentare durch. Mhm. Da sind bestimmt Sachen dabei, die mega daneben sind oder die irgendwie unangebracht sind oder so. Aber meistens ist das irgendwie alles ganz niedlich und okay. Das hat sich irgendwie so durchgesetzt als Mitteilungsplattform. Und Google als Suchplattform, der zweite Begriff, okay, Alter. Wirst du oft jünger geschätzt? Ja, ja, ne? Ich werde immer noch oft geduzt von Leuten, wo ich weiß, die würden eigentlich eher gesiezt werden wollen. Ja. Und ich tue es dann auch zurück, wenn ich geduzt werde. Ich werde immer noch nach dem Ausweis gefragt, wenn ich mir Bier kaufe oder so. Und spiele jemanden, der 1988 geboren ist, gerade hauptberuflich. Also ich werde oft jünger geschätzt. Ja. Und Geschwister? Ja. Du hast eine Schwester? Ja, mehrere. Ach, sogar. Mehrere? Ja. Okay. Wie wichtig sind deine Schwestern für dich? Sehr wichtig. Wir haben uns gestern Abend gesehen und haben die neue Wohnung von meiner kleinen Schwester begutachtet und haben darauf angestoßen. Und ich habe auch zwei Patenkinder und auch die sind mir super wichtig. Mhm. Also die würde ich am liebsten die ganze Zeit sehen und mit denen viel mehr Zeit verbringen, als ich das tue. Mhm. Ja, irgendwie ist die Familie auch daran schuld, glaube ich, dass ich mich Berlin so hingezogen fühle. Mhm. Und deswegen bin ich auch so gerne hier in Berlin. Meine Mutter ist in Stahnsdorf, mein Vater in Kleinmachnow. Und bei meiner Mutter bin ich auch ab und zu und sehe die auch nicht so oft, wie ich es gern würde. Aber Familie ist mir extrem wichtig.